So, nach dem Lösen von ein paar Problemen mit Twitch wird jetzt auch die Aufnahme auf YouTube nur mit 1080p zur Verfügung stehen. Es tut mir sehr leid, aber Twitch Support wurde nur 1080p und ich kann zurzeit nicht mit zwei unterschiedlichen Auflösungen aufnehmen im Verhältnis zu Twitch, weil dann OBS irgendwie total durchbrennt. Nur so als kurze Erklärung jetzt zum Start der nächsten Aufnahme. Alles ist dann am Schlafen eigentlich hier am Rechner. Aber trotzdem meckert er, übrigens hier, irgendwas funktioniert nicht. So in etwa. So, immer schnell die Vorräte holen. Oh mein Gott, ich muss noch eine Sache gucken. Sie könnte ein interessantes Jagdrevier hergeben. Vielleicht lasse ich einfach alle Überlebenden aufeinander los und sehe, was passiert. Tja, alles geht kaputt. Da das ganz gut funktioniert hat, sollten wir vielleicht so weitermachen, Commander. Erhalte zusätzliche Widerstandsbefehle und verdeckte Aktionen. Unser Wissen über die Außerwelten wird mit jedem Tag detaillierter. Sie gewinnen meine Leute allmählich für sich, Commander, und das will was heißen. Falls Sie etwas Neues für uns haben, Commander, die Schnitter stehen bereit für weitere Befehle. Unser Einfluss auf die Widerstandsfraktionen hat sie dazu bewegt, uns ein paar neue Informationen zu den Außerwelten zu geben. Oh, Außerweltenaktivität kontern. Vorräte sammeln, Kampfintelligenz erhöhen, Ausweichen plus 8, Fähigkeitspunkte verdienen. Ich befehle meinen Leuten, sich sofort auf den Weg zu machen. Danke. Mach das. Nicht, da ich die normale Mission hier verkacke. Aber nein, das sollte alles funktionieren. Zusätzliche Energie für die Avenger-Systeme. Aber wir müssen eine Abschirmung hinzufügen, um die Crew zu schützen. Ja, Hauptsache, ihr macht das auf, weil dann kann ich endlich eine Energiespule bauen. Und Moxas hat sich erholt von seinen Verletzungen. Der Kampf war hart. Willkommen im Kampf. Informationen sammeln. Ach, wir müssen den Schwarzmarkt auch noch aufdecken. Mal sehen, vielleicht hat sich auch im Schwarzmarkt irgendwas getan mit dem neuen DLC. Heute werden zweifellos Unschuldige mit ihren Leben bezahlen. Und ihr Blut wird an ihren Händen kleben. Nicht, solange ich das verhindern kann. Und die Widerstandstruppen sind ja recht mächtig. Noch.
Haben wir nicht irgendwo... Blub? Genau, den Spezialisten. Den habe ich ja bestimmt auch auf Medkit eingestellt. Die Ranger-Pulse-Klinge schon mal freischalten. Blendgranaten habe ich schon so lange nicht mehr eingesetzt. Eingesetzt. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Die Fernaufklärung hat starken Funkverkehr von Alien-Truppen aufgezeichnet, die einen Außenposten des Widerstands in dieser Region angreifen wollen. Wir sind die Einzigen, die sie aufhalten können. Wir rücken aus, um das Gebiet zu sichern. Schalten Sie alle feindlichen Ziele gnadenlos aus. Menace 1-5, Feinde greifen den Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Advents Auftritt hier war laut und unsere auch. Oh, die Zivilisten verteidigen sich diesmal nicht selbst. War es nur bei der allerersten Mission vielleicht? Advent kommt. Na toll. Ich bin ein Priest. Es gibt kein Entkommen. Das ist so geil. Ziel außer Dienst gestellt. Ziel außer Dienst gestellt. Komm schon! Auf dem Weg. Das Versteckspiel ist vorbei. Nicht aufgedeckt. Ich bleibe unsichtbar. Schon unterwegs. Ziel erledigt. Hoffentlich lohnt sich das. Ziemlich neblig hier. Hey, wir kriegen Besuch von einer Assassine. Ihr werdet zumindest ehrenhaft sterben. Wir empfangen die Energiesignatur der auserwählten Attentäterin und sie bewegt sich auf unseren Trupp zu, Commander. Mir gefällt es nicht, diese Unschuldigen sterben zu lassen. In Bewegung. Unter Verrätern gibt es keine Ehre. Wir werden sie beschützen. Mhm. Man sieht sogar sofort, dass mein Regionseinkommen erhöht wird, wenn ich den Zivilisten rette. Begebe mich zu dieser Position. Okay, bin unterwegs. Positiv. Bewege mich wie befohlen. Miete Feuerschutz bestätigt. Überwachung geht nichts. Was passiert eigentlich, wenn man die Assassine tötet? Dann ist sie tot. Die Jagd hat begonnen. Ich vertraue Ihnen. Hier ist es nicht sicher für Sie. XCOM 2 Wars of Chosen ist leider so geil, ey. Es ist einfach so viel besser als das Basisspiel. Verstanden. Rücke ab. Ist das auch sicher? Geht klar. Bin dabei. Niemand kommt vorbei. Feuerschutz. Gebe Feuerschutz. Der Feind pirscht sich an. Na, wo bleibt sie?
Wir verlieren unzählige Zivilisten, Commander. Wir müssen die Menschen hier rausbringen. Ich stehe zu Ihren Diensten. Ich werde mich bewegen. Und ich finde einfach, das Spiel läuft auch bedeutend besser. Ich gehe schon. Also bis auf noch ein paar Kleinigkeiten. Wachsamkeit liegt mir im Blut. Ich lasse niemanden vor. Bin dabei. Mir entgeht nichts. Bestätigt. Überwachung läuft. Sie rücken vor. Auch jetzt, wo die Zivilisten jagen auf dem Feld, das ist bedeutend besser erkennlich als vorher. Es kann nur sein, dass es ein Zufall ist in dieser Mission mal. Ich komme. Wechsle Position. Jawohl, Commander. Na toll. Ich werde dich immer finden. Ich mach nur den Overwatch rein. Es können ja auch normale Gegner auf uns zukommen. Es kann ja nicht nur der Assassine uns angreifen. Deshalb benutze ich den Overwatch. Das Ziel kämpft nicht mehr. Mir entgeht nichts. Was ist da drüben? Na los, zeigt euch! Ich sehe alles. Ich sehe mehr als das nackte Auge. Hm, jetzt triggert sie die jetzt, oder? Diese Protons scheinen beweglicher als die bisherigen. Anscheinend setzen die Aliens sie aber noch immer an der Frontlinie ein. Wo immer ihr zuschlagen wollt, will ich warten. Und lauern. Ich gehe, wohin sie mich schicken. Die Falle ist scharf. Jawohl. Ach nee, jetzt... Jetzt rennen die da alle runter, ne? Ja, toll. Du nicht. Die Schatten haben versagt. Wir verachten unsere Schöpfer. Wie flankiert Feind entdeckt? Weil ich den gezogen habe? Ach, Menno. Ist das auch sicher? Jetzt will mich das Spiel aber ärgern. Und ich sag mal, dass jetzt die dämliche Assassine von den Bananen auftauchen wird. Na, schaffe ich es noch beide zu töten dann? Ah, der Feuer hat die Deckung nicht ganz verloren. Sehr schön. Feind ausgeschaltet. Nicht alle, die von den Ältesten in diese Welt gebracht wurden, sind gleich. Bin unterwegs. Richtig, ein paar sind gleicher. Na los, zeigt euch. Hm. Stehe und
unter starkem Beschuss. Was werden sie tun, wenn sie nicht mehr kämpfen können? Du wirst dich bald deinen Gefährten anschließen. Die Ältesten haben mir ein Angebot unterbreitet. Wenn ich euren Leben und dem Widerstand ein Ende setze, gehört diese Welt im Gegenzug mir. Ich muss auf ihre Gefangennahme bestehen, Commander. Sie werden nicht lange leiden. Einer der Auserwählten der Ältesten. Einer unserer Soldaten ist am Boden. Schnell zu ihm, bevor die Auserwählten ihn erreichen. Okay, bin unterwegs. Ja, ich heb dich hoch, keine Panik. Jo, sollte sich selbst heilen? Ich gehe, wohin sie mich schicken. Deinesgleichen hat Potenzial, Schnitter. Wenn ihr euch doch nur aus diesem Konflikt herausgehalten hättet. Zu dieser Position. Ich weiß nicht, ob der Wagen explodiert, wenn ich den Claymore zünde. Angriff auf mich, wirst du büßen. %32 Sehr schön. Tod den Invasoren! Meine Munition ist fast alle. Tja, der kann nur den sehen. Da versuchen wir's. Wagen brennt, explodiert gerade aber nicht. Du kommst in Ordnung. Kein Problem. Gebe Feuerschutz. Ich rufe die Streitkräfte der Ältesten, um mir zu dienen. Naja. Hey, ich habe hier was gefunden. Da hast du nicht viel von gehabt. Granator, irgendwas. Umgehend in die nächste Welt befördern. Wie Sie wünschen. Zeig, was du kannst, Mox. Die Reise ist beendet. Meine Munition ist verbraucht. Auch wenn ich nur ungern vor einem würdigen Gegner. Oh mein gehe. Gott. Gestatten es mir die Ältesten nicht, in dieser Welt zu sterben. Wir sehen uns wieder. Wir haben den Auserwählten gezeigt, dass der Widerstand sich nicht kleinkriegen lässt, Commander. Jetzt müssen wir das Ding nur noch finden und endgültig ausschalten. Zieht euch rein. Durch das geblendet ist mein Sichtradius wirklich extrem eingeschränkt von ihr. Was ist da drüben? Biete Feuerschutz. Schon unterwegs. Scanne Gebiet. Meine Wache beginnt. Errungenschaft Helden des Widerstands. Bedeutet das, ich töte ihn jetzt noch in dieser Runde? Ja. Okay. Oh mein Gott, was ist hier Schreckliches passiert? Das Einsatzgebiet ist gesichert. Meines 1-5, Status bestätigt, Mission erfüllt.
Richter, Jury und Vollstrecker. Die Advent-Friedenshüter haben heute auf Berichte über ein Rebellenlager in den Randgebieten reagiert. Trotz eines heldenhaften Kampfes konnten mehrere gefährliche... Die Auserwählten der Ältesten sind extrem widerstandsfähig. Trotz unseres heutigen Sieges haben wir noch viel zu lernen, wenn wir sie dauerhaft besiegen wollen. Ja, vor allem unsere Bewaffnung muss besser werden. Oh, Mox und Corporal Jimenez können Bros werden. Kann man Mox individualisieren? Das können wir mal kontrollieren eben. Hallo, Commander. Kappe gleich Scharfschütze. Oh ja, man kann ihn wirklich individualisieren. Ich habe die Mannschaft gewarnt, sich von den Advent-Fleischrationen fernzuhalten. Wir wissen immer noch nicht, was da drin ist. Ach, ist das schön. Da können wir bestimmt den Templer auch anpassen. Ja. Oh, der Templer kann dann ganz normal aussehen. Oh, wir können auch anderen einfach die Scharmützlerhelme geben. Du musst auch alles verunstalten, was siehst, warum. Ich finde, Mox sieht jetzt viel besser aus. Charlotte Jimenez, eine negative Eigenschaft erlangt. Angst vor den Auserwählten. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte ja. beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Wir arbeiten dran. Ist ebenso ziellos wie die Verdammten, die durch die Leere treiben. Avenger berechnet neuen Kurs. Ein weiterer Meilenstein für unsere Forschung. Temnotik-Gewehr. Das ist das neue Gewehr dann für die Schnitter. Advent-Datenpad dekodieren. Inspiriert. Dann brauchen wir nur einen Tag dafür und kriegen halt die Informationen. Das ist doch gut. Das ist gut. Wenn ich nicht direkt an Sie herankomme, Commander, ist es wohl an der Zeit, all Ihre kleinen Freunde auszumerzen, die herumschleichen. Die Auserwählten werden tun, was auch immer nötig ist, um Sie zu finden, Commander.
Selbst wenn sie dazu ganze Lager von Widerstandsunterstützern auslöschen müssen, wir sind die einzige Verteidigungslinie. Mit genügend Inspiration ist unser Team überaus effizient. Ich werde es zu unserer höchsten Priorität machen. So, ein Schwarm Verlorener kann in der Mission auftauchen. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Aber gefühlt hat man im DLC auch bedeutend mehr zu tun. Wir können mal gucken, was wir bekommen, wenn wir die Purifikatorenleiche autopsieren. Bei der Untersuchung der als Purifikator identifizierten Advent-Spezialeinheit fand ich eindeutige Hinweise auf eine genetische Modifikation der wärmeregelnden Drüsen des Subjekts. Diese Veränderungen und die spezialisierte Rüstung verleihen den Purifikatoren eine an völlige Immunität grenzende Hitzetoleranz. Die als Attentäterin bekannte Auserwählte scheint die... Es freut mich, dass unsere Zusammenarbeit den gewünschten Erfolg hatte. Gerne. Und meine Rekruten werden direkt höher gestuft. Widerstandsbefehl bleibt bei mir. Es ist wahrscheinlicher, dass Soldaten verbluten und nicht ihre anstatt zu sterben. Moment, der kriegt einen Bonus von Hacken plus 4. Und wenn wir uns Sergeant Plus noch mitgeben, dann können wir sogar verhindern, dass die Herrschaften gefangen genommen werden. Verdeckte Einsätze sind unsere Spezialität. Hoffentlich können Ihre Leute auch mithalten. Natürlich. Meine Leute können alles besser als ihr.